Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Black Ice Box von AC/DC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Black Ice von AC/DC, das Ganze aus dem Jahr 2008. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 15. Album von AC/DC und das Ganze haben wir hier in einer Steelbox, in einer Metallbox vorliegen. Auf der Oberseite, auf dem Deckel der Box, haben wir einmal den Schriftzug AC/DC mit dem Blitz in der Mitte, also der bekannte Schriftzug der Band. Darunter den Albumtitel Black Ice und ansonsten hier alles in Schwarz und Grau gehalten vom Artwork. So sieht das von der Seite aus. Auch hier lesen wir wieder AC/DC Black Ice. Auf der anderen Seite ebenso. Und auf der Unterseite sieht das dann so aus. Also auch hier wieder schwarz-grau und rot. Wir haben dann hier zum einen die Tracklist. 15 Stück sind es. Und dann haben wir hier die Black Ice Special Limited Edition, den Boxinhalt. Also was haben wir hier? All 15 Tracks on CD. 20-page booklet with live photos, DVD containing making of and rock'n'roll train video, 5-sticker set, giant AC/DC flag, AC/DC guitar pick. Okay, also der Boxinhalt hier schön gestaltet, also schön übersichtlich aufgelistet. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Bedeutet, das Ganze gibt es auch so regulär zu kaufen im Laden. Ich habe mir sagen lassen, diese Box ist weltweit auf 100.000 Stück limitiert. Ist natürlich eine mächtige Anzahl, also Riesenauflage. Aber wenn man sich die Band und deren Erfolge und Bekanntheitsgrad und generell so Verkaufszahlen ansieht, dann ist das in meinen Augen auf jeden Fall gerechtfertigt. So, das Ganze geht dann hier auf. Wir sehen auch hier, dass der Deckel geprägt ist. Also hier der Schriftzug AC/DC mit dem Blitz in der Mitte ist hier wirklich geprägt. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Dann haben wir hier das Plektron. Dann die CD. Ich würde sagen, wir holen einfach mal alles raus und schauen uns das dann im Detail an. Also wir haben das Ganze hier in mehreren Ebenen gestaltet. Hier ist dann die erste Ebene, wo eben die CD Platz gefunden hat. Und hier haben wir dann wieder das Artwork in Schwarz und Grau. Dann können wir das Ganze auch noch auf der Rückseite aufmachen. Und hier haben wir dann die DVD. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das hier rausbekommen, denn das Ganze hat ja noch einen Mittelteil. Ich hoffe, ich kriege das jetzt raus. So, genau. Also dieses Metallteil dieser Ebene hier ist rauszunehmen. Ich hätte auch von der anderen Seite starten können, aber wir starten jetzt hier von unten. Dann haben wir hier einen Karton in dieser Mittelebene hier. Die ist jetzt leer. Dann packen wir das hier wieder rein. So. Gut. Die Box kann zur Seite. Und dann schauen wir mal, was sich hier in diesem Karton befindet. Der ist in Schwarz gehalten. Wir haben hier unten nur eine Schrift. Was lesen wir hier? AC/DC Light Blind Presse BV Under License. Okay, also so die Copyright-Infos. Das Ganze ist hier oben zugeklebt, versiegelt. Wir werden mal öffnen. Das Siegel brechen. So, dann schauen wir mal hinein. So, jetzt ist das Ganze hier leer und wir haben hier eine Fahne und die Sticker herausgeholt. Jawohl, also die Sticker kommen hier auch nochmal separat verpackt in einer Folie, ebenso wie die Fahne, die ist hier auch nochmal in einer Folie. Also einmal und zweimal, spannenderweise sogar hier mit, ja, man sieht es nicht gescheit, hier mit Klebestreifen, also mit einem kleinen Klebestreifen hier zugemacht. So, aber jetzt,
Jetzt haben wir alles aus der Folie. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Das ist die Album-CD Black Eyes. Die CD hier in Schwarz und Dunkelgrau gehalten. So sieht die aus. Auf dieser CD haben wir eben die 15 Tracks. Dann haben wir eine DVD. Ebenfalls in Schwarz und Grau. Hier haben wir auch nochmal den Inhalt aufgelistet. Also The Making of vom Album. Dann haben wir, also vom Rock'n'Roll Train Video. Und dann haben wir das Video nochmal an sich. Okay. Dann haben wir hier einen FSK 6 Hinweis. So. Dann kommen wir mal zum Booklet. Normalerweise starte ich hier immer mit dem Booklet, aber nachdem das jetzt hier so separat war, habe ich jetzt mal die CDs vorgezogen. Das Booklet hier in Schwarz und Grau, beziehungsweise Schwarz und Silber. So sieht das aus. Also artwork-technisch echt schön gemacht. Dann haben wir hier die fünf älteren Herrschaften, die Bandmitglieder von AC/DC. Dann hier nochmal die Tracklist. 15 Stück ohne Fremdbeiträge. Und dann kommen wir zu den Fotos. Also die einzelnen Bandmitglieder hier nochmal abgelichtet. Einzeln einmal mit und einmal ohne Instrument. Dann haben wir Fotos von Live-Auftritten mit der Menge, mit den Zuschauern. Jawohl. So kennt man die Herrschaften. Und zum Abschluss gibt es ja noch die Credits zum Album. Also hier die Infos, wer woran beteiligt war. Sehr schön. So, wir haben Sticker mit dabei. Fünf Stück an der Zahl. Einmal hier quadratisch AC/DC Black Eyes in Schwarz, Grau und Rot. Dann haben wir eines der Bandmitglieder hier ebenfalls in Schwarz und Rot. Nochmal in Schwarz und Rot. Sieht so aus wie so ein Zahnrad, wo man hier die Bandmitglieder reingepackt hat. Hot Angel, Cool Devil. Und dann noch das hier. Ja, sieht so aus wie eine Mischung aus Plektrons und einer Felge oder auch wieder ein Zahnrad. Also schwarz-rot auf jeden Fall hier so sehr präsent im Artwork. Gefällt mir gut. Die Farbkombination. Also, fünf Sticker allesamt quadratisch. Ein Plektron haben wir mit dabei in Schwarz mit silbernem Schriftzug der Marke Gibson. Die machen ja meines Wissens auch Gitarren. Und dann haben wir hier den AC/DC-Schriftzug auch noch drauf auf der Rückseite. Also, damit kann man dann Gitarre spielen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine Fahne. Die schauen wir uns mal an. Und zwar haben wir hier, wie zu erwarten, die Fahne auch wieder in diesem Schwarz-Grau- und Rot-Design, in diesem Artwork des Albums. In der Mitte riesengroß AC/DC, die roten Buchstaben. Dann haben wir hier wieder diverse Symbole, also Sterne, Zahnräder und so weiter. Und auf der Unterseite lesen wir dann hier noch Black Eyes World Tour. Jawohl. Die Fahne ist recht groß und hat dann hier auf der linken Seite eine Naht. Und hier wurde dann entsprechend hier das Ganze vernäht. Das bedeutet, hier kann man dann entsprechend einen Stock, einen, ja, so ein Holz oder so eine Fahnenstange reinpacken, um dann die Fahne entsprechend aufzubauen, aufzuhängen. Ansonsten habe ich hier leider nichts weiter gefunden, also keinen Hinweis, was das für Material ist, aber ich gehe mal davon aus, so wie diese meisten Fahnen, dass das hier Polyester ist. So, dann packen wir die Fahne mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, dann das Plektron hier, AC/DC bzw. Gibson Plektron. Die Sticker 1, 2, 3, 4, 5 quadratisch. Das Booklet zum Album. Die DVD sowie natürlich
Das Album, die Album-CD an sich. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Black Eyes von AC/DC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AC/DC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.